Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims Mobile. Und ich habe mal gewartet, bis die jetzt fertig sind, beziehungsweise soweit gespielt. Und damit wir uns das jetzt hier nicht geben müssen. Und erstmal Prost hier. Die Zeitschrift Focus Herrenhandtasche. Ich sag da nichts zu. Hat angerufen. Die wollen einen Beitrag über unsere neuen juwelenbesetzten Caro Messenger Bag machen. Was zur Hölle? OMG, diese verwirrenden Seminare haben sich ausgezahlt. Ja, Alessia. Ja. Voll im Trend. Yes. Wir haben einen neuen Auftrag. Eine Kundin braucht ein Abendkleid für eine Vintage-Gala mit moderner Note. Klingt, als wäre das was für unser Pailletten-Steampunk-Design von letzter Woche. Ab an die Nähmaschine. Oh ja. Oh ja. So, wir gehen mal zu Heini. Gute Arbeit, ich weiß. Wir sind gut. So, unser Anfängeranwalt. Wir können uns jetzt hier ein Ei abholen. Zeit für eine Party. Nein, nein. Reicht es schon, wenn wir da einfach hingehen? Ja, reicht, ne? Perfekt. Verdiene 10 Sim-Tickets, um in deiner Mission fortzuschreiten. Mit Beziehungen und Partys. Ja, Beziehungen kriegen wir hin. Geh mal nach Hause. So. Herbeirufen. So, wir werden dann mal unsere total tolle Beziehung. Kurzes Streitgespräch führen. Ey, scheiße. Scheiße, scheiße. Nie wieder Partner. Ach du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das entwickelt eine Reihe, die ich so nicht haben wollte, ehrlich gesagt. Aber, oh Gott, oh, ins Gesicht gähnen, ist das geil. Zweifelhaftes Kompliment machen. Wir gähnen ins Gesicht. Wie sieht das aus? Ich dachte, er geht jetzt so richtig nach vorne und gähnt sie voll, ey. Das wäre es gewesen. So. Auf jeden Fall sind die ganzen Items hier weg. Ich dachte schon, wir müssen die selber wegmachen. Aber es ist gut, dass die von alleine weggehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Beißende Bemerkung machen. Feige Denkweise vorwerfen. Über Missgeschicke lachen. Bruh. Ja, nee, ist klar. Der Typ ist echt super. Gryffindor, habt ihr das gehört? Doppeldeutige Anspielung versuchen. Du siehst aus wie sonst was. Nein, ich bin rosa. Das war jetzt zwar nicht meine Sache, wo ich darauf hinaus wollte, aber okay. Der Typ ist Premium. Ich will Mädchen haben. Das wird echt die beste Familie, ne? Wo sind eigentlich die Gitarren auf dem Bett hin? Jetzt mal im Ernst, da waren Gitarren drauf. Okay, ich hinterfrage das nicht. Das Regal wurde mir auch erst letztens überhaupt angezeigt. Ihr wisst ja noch, dass man das nicht gesehen hat und dass alle Farben weiß waren. Schneide mit deiner Hilfe besser ab. Zu 20 Fragen herausfordern. Oh, oh, oh. Was machen wir hier nur? Obskure Beleidigungen. Nimm mal einen Cupcake, mein Freund. Naja, es war ein Versuch wert. Der Typ, ey, der ist super. Schachspielen, zweifelhaften juristischen Rat geben. Was ein Schachspiel auch immer damit zu tun hat. Können wir da eigentlich Stühle zu kaufen? Ich möchte die schicken haben, die Birke bequem. Ja, können wir, perfekt. In weiß, oder? Ja, wir machen mal grau. Oh, wir haben gar nicht so viel Simoleons. Nein. Oh mein Gott, nein. Was mache ich nur? Habe ich nicht noch Stühle im Inventar? Ich habe einen Esszimmerstuhl noch. Ist ja blöd. Wir machen das. Wir packen da einen Esszimmerstuhl hin und nehmen den anderen da hinten weg. So. Minimieren wir mal. Gib uns mal den Stuhl, Alte. So.
ganz normal ein Schachdings im Garten und so. Warte, wir können ja. Haben wir nicht noch so eine Tischpflanze oder sowas? Ich glaube nicht, ne? Schade. Aber wir können unsere Eier ja mal platzieren. Jetzt, wo wir soweit sind. Achso, ich wollte ja dieses Poster hier nochmal wieder aufhängen. Ich hatte das mal weggemacht. So, Bücherclub-Poster. Das soll ja auch sehr kindisch hier aussehen. So, dann einmal hässliches Ei. Kommt hier hin. Noch ein hässliches Ei. Und die sympathische Sitzangelegenheit, oder wie hieß die? Ja, geil. Jetzt haben wir hier noch Blümchen und sowas. Und noch einen Tisch. Aber wir brauchen ja nicht noch mehr Tische eigentlich, ne? So. Was machen wir mal? Existenz in Frage stellen, ey. Nach Frieden sehen. Oh Gott, ey. Eigentlich sollte das nicht so sein. Machen wir das mal. Was sagst du da? Oh nein. Digga. Ja. Yeah. Ich überlege, ob wir dann diesen Part hier wegmachen. Dann können wir hier nämlich noch einen Raum dran bauen. Dann das Schlafzimmer hier rein verlegen und hier auch noch irgendwas reinbauen. So. Aber wir müssen zwei Beziehungssachen abschließen, oder? Die Simtegels verdienen nachher, da war ja was. Okay, fangen wir mal an. Kurzes Streitgespräch. Das hier gibt gleich 10 Sim-Tickets. Machen wir. 2 Stunden. Oh je. Aber wir haben ja genug Cupcakes, das ist ja kein Problem. Intellekt in Frage stellen. Das ist so heftig, ey. Ach so, ich wollte ja diese Figuren jetzt in den Flur noch stellen. Die sollten ja nicht im Schlafzimmer sein. So, der Shakespeare oder was das sein soll. Und Mr. Cool. So. Kurze Witzeln, unhöflich gähnen. Wir müssen mal etwas suchen, was 2 Fortschrittsdinger gibt. Mit fantastischen Riffs angeben. Also ich fände es ja cool, wenn mein Freund so mit Gitarre und so... Und dann spielt, aber nein, man muss es ja gleich angeben. Schmutzige Geheimnisse erfahren. Ey, du bist so ein Penner. Du bringst die Frau erstmal zum Weinen, ne? Ja, zweifelhafter juristischer Rat und hier passiert gar nichts. Schwächen ausnutzen. Ja, das ist alles so fies, ne? Scheiße, ey, das wollte ich doch gar nicht, nein. So, ich wollte aber mal gucken. Ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, hier mit Simcash das dann freizuschalten. Ich bin schon immer kurz davor, mir das zu kaufen, ne? Hier so ein 600er Ding. Aber einfach 10,99 € ist ein bisschen too much, ne? Also wenn ich jetzt das Geld hätte, sage ich mal. Aber ich finde es auch dreist, so Geld dafür auszugeben. Ich finde, man sollte das auch ein bisschen... leichter zu verdienen haben, das Simcash. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, wir haben jetzt ja noch ein paar Missionen hier vor uns. Also allein den Lifestyle-Titel verbessern bringt uns noch was. Und dadurch können wir ja auch den Raum zum Wachsen hier kriegen. Oh, wir können noch was abholen. Oh, zurück an die Arbeit. Dekoration fürs Haus müssen wir auch nochmal uns gönnen. Hier zum Beispiel Familienereignis mit einem Kind abschließen. Das ist ja kein Problem, da kann man ja mal schnell ein Kind kriegen, aber das dauert eine halbe Stunde. Wir können auch Mädchen adoptieren, oder? Das wäre meine Idee. Dann kriegen wir auf jeden Fall Mädchen. Aber ich möchte auch diese Überraschung haben. So, was ist hier kaputt? Die Stereoanlage. So.
Machen wir mal versuchen zu übertrumpfen. Das kommt auf jeden Fall gut. Hier ist es, was ist es hier drin, gerade hässlicher geworden? Ja, nimm mal ein Cupcake. Ich möchte jetzt gern weiterspielen, also deswegen werde ich ein paar Cupcakes ausgeben auf jeden Fall. Vielleicht schaffe ich es dann hier den dritten Sim-Platz freizuschalten und dann können wir nämlich das Kind oder so steuern, glaube ich. Das können wir dann befördern. Ey, die sind so nett zueinander, ne? Ganz ehrlich. So. In Rage bringen. Nein. Das ist schon lange geschehen. Wir wollen nochmal mit den fanatischen oder fantastischen Riffs angeben. Ja, Mann. Können wir mal was Besonderes? Nein. Herausfinden, was Sim bewegt. Diese Beziehungssache, ey, das ist eine Katastrophe. Also ich habe mir immer vorgenommen, mit jeder Generation hier drei Sachen abzuschließen. Also ein Hobby, eine Liebes- oder Beziehungsgeschichte und hier irgendwie so, so eine Berufsdings. Wobei wir dann ja irgendwann ziemlich viel abgeschlossen haben, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das Gute ist ja, ich habe ja hier zum Beispiel so Items liegen, oder stehen, die dann zum Beispiel die Kochfähigkeit sehr schnell voranschreiten lassen. Das ist dann recht praktisch. So, jetzt kriegen wir mal ein Level up in unserer Beziehung. Sehr schön. Noch ein Osterei. Drei Eier gefunden, noch zwei übrig. Denke am Spiegel über deinen Fortschritt nach. Das kriegen wir hin. Wir haben ja aber bei uns im Schlafzimmer einen Spiegel sogar stehen. Okay, auch nicht. Vielleicht im Bad. Ja, über Eierfortschritte oder so nachdenken. Kriegen wir hin. Unser schickes Bad, ey. Ich hätte so gern noch eine Badewanne, aber die kostet leider Sim-Cash, glaube ich. Lasst uns ein paar Simoleons verdienen. Das kriegen wir auch schnell hin mit unseren Hobbys. So. Ich würde sagen, wir machen sogar die Standardübungseinheit. So. Die werde ich dann mal durchspielen auf jeden Fall. Und den Rest des Parts werde ich mal damit verbringen, dass wir uns jetzt hier mal die Häuser von anderen angucken, was die so bauen. Dann werde ich halt hier die Cupcakes, wie viel haben wir denn noch? 8. Werde ich benutzen, um das hier dann weiterzumachen. Und der nächste Part, da werden wir mit der Eiersuche dann mal fortfahren. So, Cassie, gucken wir uns mal dein Haus an. Da waren wir, glaube ich, auch erst zur Party, ne? Also wenn wir uns hier allein so die Details mal angucken, ne? Diese Person, die ist einfach heftig. Aber gut, unser Haus sieht in manchen Augen auch heftig aus. Ich musste mir auch unbedingt hier diese Gardinen holen. Ich finde es geil, wenn man Sachen anklickt, dass die anfangen zu wackeln. Und das, was da drauf steht, das interessiert einfach nicht. Oh, die hat so Kerzen, das ist ja cool. Ich finde die Küche auch sehr geil. Das hat die echt schön designt. Unsere ist ja noch ein bisschen klein, aber die können wir bei Zeiten ja mal erweitern. Stimmt, wir können die Küche verlegen. Was ist hier passiert? Er ist hingefallen, wie cool. Das Bad, das finde ich auch schön gemacht hier, das Bad. Ich finde mit diesem Ding hier in der Ecke, es hat auch was. Dann haben die hier so ein Multikinderzimmer. Mit dem Baby hier. Ist voll niedlich so mit Babys und so. Diesen wollte ich mir auch mal kaufen für die Kinder. Der Teppich hier ist cool. So, dann haben die hier noch ihre Fitnesssachen stehen. Das klingt, als ob hier irgendwas brennt. Nee, der kocht nur, alles klar. Und dann haben wir hier dieses coole Schlafzimmer der Eltern, so wie das aussieht. Sieht auch sehr edel aus. Und die hat die Eiersuche schon abgeschlossen. Gibt's den Hasen dann eigentlich? Was macht die denn da, ey? Egal, ich hinterfrage das nicht. Ja, ich finde schade, dass das dann irgendwann alles hier so viel Geld kostet, hier den ganzen Plunder wegzuräumen. Ey, guck mal, bis wohin man das wegräumen kann. Ich bin ja mal gespannt, ob man die Häuser mal zweistöckig machen kann. So, jetzt gucken wir uns mal Justina an. Die hatte nämlich, glaube ich, auch ein sehr geiles Haus. So, die hat das nämlich so ähnlich hier gemacht. Und Fun Fact, ich habe echt nachgeguckt, die hat, glaube ich, gar keinen Eingang zu ihrem Haus.
Also wenn ihr jetzt hier überall mal lang guckt, die hat keine Eingangstür. Das fand ich geil. Die Idee muss man erstmal umsetzen, ehrlich gesagt. Geil. Hier ist der Hase schon. Seht ihr? Da steht da. Süß, oder? So. Die hat ja auch den Essbereich, hat sie hier hingebaut. Ist auch keine schlechte Idee. Ich habe auch überlegt, ob man den Essbereich auslagert. Aber hey, dann hat sie die Küche hier. Die hat nicht mal eine Tür, die Küche. Aber das brauchen die Sims ja auch gar nicht. Ja, die haben den Flur alle hier hinten. Ich habe den ja bei mir vorne hingebaut. Dann auch ein schickes Bad. Ich finde gerade auch diese unterschiedlichen Farben teilweise auch sehr geil. So, hier hatten wir ja schon Party gemacht. Ich bin voll neidisch auf diesen Whirlpool. Ich habe auch richtig viel versucht, Entendollar zu kriegen und ich habe den Whirlpool nicht bekommen. Finde ich schade, dass man sowas da nicht kriegt. Aber hey, ist auch ziemlich cool gemacht hier. Wobei ist noch ein bisschen was möglich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. So, Mika, die habe ich auch schon sehr lange in der Freundesliste. Die hat auch ihren Flur hier vorne, dann hier ein Wohnzimmer, da so ein Hobbyzimmer. Der Typ, der tanzt da erstmal links, ist das geil. Dann die Küche ist sehr geil. Also da hat die echt viel Detail reingesteckt. Finde ich ganz geil. Dann so ein gelbes Schlafzimmer, das würde Sarah bestimmt gefallen. Und das Bad hier hinten, auch schon sehr geil. Brittany hat auch schon ein sehr geiles Haus. Für Level 16, ne? Das ist nicht schlecht. Also die hat sich da auch schon ordentlich mit befasst. Die hat auch schon einige Kinder rumlaufen. Oder zwei? Waren es nicht mal mehr? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Eingangsbereich mit Flur. Da kommt man gleich in die Küche rein. Das hatte ich eine Zeit lang auch mal so. Dann Kinderzimmer und sowas. Auch ganz cool gemacht. Bad, Wohnbereich. Sieht schon nice aus. Und die Eier, die stehen einfach hier drauf. Ist ganz cool. So, Brittany. Ne, wir sind bei Brittany. Jetzt können wir mal bei Bene von Simfans vorbeischauen. Der hat das auch ganz cool gemacht. Der hat jetzt hier zwar schon Platz geschaffen, aber den noch nicht komplett ausgenutzt. Weil er das wahrscheinlich schöner findet. Der hat hier einen sehr gemütlichen Wohn-Essbereich, sonst was. Ich finde die Idee hier auch nicht schlecht, hier mit den Stühlen. Ist ganz cool. Und der hat erst 4 Eier, der Gute. Aber hey. Dann hat er hier seinen Schlafgemach, seinen Hobbyraum und das Bad. Und noch ein Kinderzimmer anscheinend. Aber ich glaube, ein Kind hat er nicht oder das Kind ist erwachsen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auch ziemlich geil auf jeden Fall. So, das ist von einer Klassenkameradin hier. Die hat hier auch angefangen. Sie hat sogar Teppich im Bad. Das fand ich auch mal innovativ. Dann hier Wohn- und Küchenbereich. Hier hinten das Schlafzimmer. Hier ist so ein riesen Hobbyraum, der gerade ausgestattet wird. Und hier ist halt noch so ein Schlafzimmer. Hat auch keine Tür, aber das interessiert die Sims zum Glück nicht. Wenn man ganz doll rauszoomt, dann sieht man übrigens auch die Hausstruktur. Ach, hier hinten hat sie noch den Hochzeitsbogen hingestellt. Finde ich schon cool. So, dann können wir bei Daniel mal vorbeischauen. Der hat mittlerweile mal seine Küche hier hinten hingebaut. Nicht schlecht. Der hat einen Whirlpool, ne? Ich bin auch richtig neidisch auf ihn. Ja, seine 3 Sims. Oh, ich bin auch total neidisch, dass er dieses Geld geschenkt bekommen hat. Ich hätte erstmal die beiden Charakterplätze unten gekauft. Also ich versuche da ewig zu sparen. Und Daniel hat mittlerweile ein Kind. Sehr cool. Das liegt da, keiner kümmert sich drum. Ja, warum auch nicht, ne? So. Jetzt wird es langsam übersichtlicher. Hier ist der Wohnbereich zumindest extra. Dann kommt hier der Küchenbereich. Hier ist so das allgemeine Hobby-Sonst-was-Zimmer anscheinend. Noch ein bisschen Bad. Sieht sogar 2 Eingänge hier. Finde ich nicht schlecht. Und das Bett sieht auch sehr interessant dargestellt aus. Die sieht ein bisschen dürre aus, die Dame. Aber hey. So. Ang. Klein und gemütlich, muss man sagen. Hier hinten die Küche. Auch schon ein bisschen detailreicher. Hier dann Wohnbereiche und so. Hier dann so das Kinderzimmer oder Schlafzimmer. Auch ganz nett gemacht. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Silvana. Kennen wir ja noch.
Die hat das erstmal vom Handy geschmissen, weil sie da, glaube ich, nicht genug Platz hatte. Die spielt auch im Moment nicht. So, ich zeige jetzt einfach nur noch schnell. Weil jetzt wären es nämlich so langsam nur noch die Anfangshäuser, wie ihr seht. Also, gut, ich meine, auf dem Level ist halt nicht so viel, ne? Und man muss auch erstmal ein bisschen reinkommen. Gerade so ein bisschen ins Gameplay auch. So, die sieht ja auch ganz gut ausgestattet aus bisher für Level 8. Das ist von der anderen Klassenkameradin. Die hat auch nicht mehr weitergespielt. Ja, wir gehen mal schnell nach Hause. So, das ist ja mein schickes Haus. Es ist so, ich werde Personen, die länger als 10 Tage nicht mehr on sind, aus der Freundesliste schmeißen. Ja, einfach weil ich nichts Inaktives hier drin haben möchte. Das ist halt irgendwie doof. Aber hey, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn die Übungseinheiten abgeschlossen sind. Und bis dahin, ja, ciao und bis dahin.